Hallo liebe Heimwerker, liebe Selbermacher, liebe Do-it-yourselfer, liebe Maker und alle, die Freude haben am kreativen Schaffen und Werken. Hallo auch liebe Gärtner dieses Mal. Ja, mein Name ist Markus und das ist der Kanal von Fabricium. Herzlich willkommen. Das Jahr vergeht wieder wie im Fluge und wir dürfen dieses Jahr wieder einen wunderschönen goldenen Herbst in München genießen. Ja, und das ist ja auch die Jahreszeit, wo der ein oder andere Baum einen neuen Haarschnitt bekommt. Insbesondere wenn es Laub- oder Obstbäume sind, dann hebt er die Äste am besten auf, schmeißt es nicht weg, sondern lasst es trocknen, denn man kann daraus ein wunderschönes Baumbild bauen. Jetzt kommt ja dann auch bald Weihnachten und vielleicht braucht der ein oder andere ein ganz besonderes Geschenk für einen lieben Freund oder eine liebe Freundin. Und ich denke, da ist so ein Baumbild eine sehr gute Idee. Bevor es aber losgeht, möchte ich mit euch zusammen ein kurzes Unboxing machen, denn ich habe von einem ganz lieben Zuschauer ein Geschenk bekommen. Ich weiß ungefähr, was drin ist, denn es muss mit meiner Hand Gärungssäge zusammenhängen. Aber wie es genau ausschaut, das weiß ich noch nicht. Ich bin total gespannt. Also packen wir es zusammen aus. Los geht's. Ja, liebe Zuschauer, heute darf ich wieder was auspacken. Ich habe Post bekommen, dieses Paket hier, und zwar vom Axel Scharrer aus Garben. So ganz überraschend war es nicht, weil er hat mich per E-Mail schon vorgewarnt, in Anführungszeichen. Und ich weiß, dass es irgendwas für meine Handgärungssäge sein muss. Was es genau ist, weiß ich nicht, ein Anschlag. Aber wie der jetzt genau ausschaut, das kommt jetzt raus beim Aufmachen. Ich würde sagen, jetzt packen wir es einfach aus, oder? Ah, da geht's auf, genau. Uiui, da alles drin ist an Verpackung, wow. Und jetzt kommt er raus, oder? Und da ist er. Ja, super, Wahnsinn, ist der schick. Gut gelungen, würde ich sagen. Ha, toll, da kann man verstellen. Und das ist der Anschlag, schön gemacht. Den probieren wir gleich mal unten aus, würde ich sagen. Also vielen herzlichen Dank, Axel, freut mich super. Dankeschön. Wow, klasse. So, ich habe den schönen Anschlag vom Axel hier mal befestigt. Und zwar funktioniert es im Prinzip ganz einfach. Man hat hier eine Schraube, die löst man. Dann kann man den Abstand zum Sägeblatt eben einstellen und dann hier wieder fixieren. Und dann hat man hier ganz schön einen festen Anschlag, kann das Werkstück anlegen und drauf lossägen und gut ist und hat immer exakt die gleiche Länge. Wunderbar. Auch schön gemacht hier. Ich glaube, das ist präniert, Axel, richtig. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Auf jeden Fall alles schön Ton in Ton, schön schwarz hier. Schönes Multiplex. Schön gemacht. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Liebe Zuschauer, dann legen wir los mit unserem Holzbild. Das Projekt ist eher ein einfacheres, nicht sonderlich komplex oder kompliziert, aber ich finde, das muss es ja auch nicht sein. Es ist doch auch mal schön, wenn einfach mal was einfach ist. Und eins kann ich euch zusichern, wenn ihr so ein Bild verschenkt, ihr verschenkt eine riesengroße Freude damit. Ich selbst habe schon zweimal erleben dürfen, wie mich der bzw. die Beschenkte mit riesengroßen, strahlenden Augen belohnt hat letztendlich, weil sie sich so sehr gefreut hat über das Bild. Und ja, das ist doch, gibt was Schöneres. Und wir bauen ja auch noch eine Spezialität mit ein. Das heißt, wenn ihr also einen besonderen Moment habt oder einen besonderen Anlass oder auch einen besonderen Menschen, den ihr mit diesem Bild symbolisieren wollt, dann ist das eine ganz gute Gelegenheit. Aber das werden wir später noch im Detail sehen. Materialmäßig braucht man eigentlich nicht viel dazu. Wir brauchen eben zum einen unsere bereits geschnittenen und getrockneten Äste. Ich habe jetzt hier welche von unserem Kirschbaum im Garten. Die habe ich im Frühjahr bereits geschnitten, habe es dann über den Sommer hinweg trocknen lassen. Die sind jetzt auch einigermaßen schön leicht und das sollten sie auch sein. Also trocken wäre gut. Kann natürlich jedes beliebige Laubholz sein, auch Nadelhölzer. Sollte halt ein bisschen was von der Maserung her machen. Das wäre nicht verkehrt. Oder vielleicht gibt es ja sogar einen Baum von dem besonderen Ort, den ihr da habt, der zu dem besonderen Moment passt. Also kann man sich alles Mögliche zusammenstricken. Und dann brauchen wir noch ein Stück schwarzes MDF. Ich habe jetzt hier eins mit einer Stärke von 19 mm aus der Baumarkt-Restekiste befreit. Letztendlich von der Größe her, naja, so groß wie ihr das Bild oder die Bilder machen wollt. Jetzt nichts Besonderes, kann auch ruhig ein bisschen dicker oder dünner sein. Das spielt jetzt keine große Rolle. Schwarz ist aber ganz gut, denn dann hat es einen gleichmäßigeren Hintergrund. Das sehen wir aber später noch. Und dann brauchen wir noch ein paar andere Sachen. Die zeige ich euch jetzt aber an der Hobelbank. Kommt mit. Ja, und zwar, liebe Zuschauer, brauchen wir für unsere Besonderheit, brauchen wir Blattgold. Ja, ich verwende jetzt hier kein echtes Blattgold, sondern ich habe was Blattgold-ähnliches, das heißt Artmetall. Ich denke mal, es ist Metall tatsächlich auch. Wenn man es hier so sich anschaut, ist wirklich super
dünn und ja, fliegt durch den Raum, wenn man nicht aufpasst. Also da muss man auch schauen, dass man möglichst keine Zugluft hat beim Verarbeiten. Und es gibt es in unterschiedlichen Farben. Es gibt es auch in Silber zum Beispiel, in Kupferfarben, steht hier rötlich, bläulich und grünlich schimmernd. Und dann braucht man dazu eine sogenannte Anlagemilch, also das ist quasi der Leim, mit dem streicht man eben das Objekt ein zunächst, das vergoldet werden soll, lässt man dann trocknen und dann kann man dieses Blattgold eben auflegen, dazu am besten so einen Spatel herrichten und dann mit einem schönen Pinsel, feinen Pinsel, schön anstreichen das Ganze. Genau, und zum Schluss kommt dann noch eine Schicht Klarlack drüber. Das muss, glaube ich, nicht sein. Die empfehlen sie jetzt hier hinten in der Anleitung. Insofern, ja, probieren wir es mal aus damit. Aber ich glaube, den könnte man sich auch sparen. Wir haben jetzt da keine hohe Beanspruchung auf der Oberfläche. Zu guter Letzt braucht man noch natürlich ein bisschen Leim. Den hat man aber immer in der Werkstatt. Und natürlich noch, wie immer, bei mir Öl. Meine Öl-Orangenöl-Balsam-Terpentin-Mischung, mit der streichen wir dann zum Schluss unser Holzbild noch ein. Im ersten Schritt, liebe Zuschauer, schneiden wir uns von unseren Holzästen feine Scheibchen ab. Und zwar habe jetzt ich hier eine Stärke von 10 mm gewählt. Das kommt jetzt ein bisschen darauf an, was man illustrieren möchte mit dem Bild. Man kann es entweder alles schön homogen machen. Man kann natürlich auch die Höhen und Tiefen des Lebens damit darstellen und damit natürlich auch mit unterschiedlichen Dicken arbeiten. Also je nachdem, was man darstellen möchte. Und das schneiden wir uns jetzt einfach mit der Handsäge ab. Da ist es natürlich schön, wenn man einen schönen Mix hat, sage ich mal, zwischen kleineren Durchmessern, mittleren und großen Durchmessern. Los geht's! Unseren Kirschast haben wir uns hier schön eingespannt und dann sägen wir uns zum Beispiel mit der feinen Schreinersäge unsere Scheibchen ab. Noch schneller und vom Schnitt her schöner geht's mit so einer Japansäge. Liebe Zuschauer, solche Holzscheibchen kann man natürlich auch sehr gut an einer Bandsäge zum Beispiel schneiden. Ich möchte es in dem Video aber ausschließlich mit Handwerkszeugen herzeigen. Warum? Zum einen möchte ich darstellen, dass man das Holzbild wirklich auch mit einfachsten Werkzeugen selber bauen kann. Zum anderen ist es aber auch ehrlich gesagt ein bisschen gefährlich. Ich habe vor 2 Jahren leider die Erfahrung gemacht, eben auch beim Schneiden solcher Rundhölzer für so ein Bild, die sind dann irgendwie an der Bandsäge ins Rotieren gekommen und ruckzuck hatte ich die Hand am Sägeblatt und habe mich sauber aufgeschnitten an der Stelle. Passt bitte höllisch auf, wenn ihr mit der Band oder der Kapp oder der Kreissäge solche Rundhölzer schneidet, unbedingt die richtige Lade oder Führung dafür haben, damit da nichts passiert. Ja, natürlich kann man sowas auch an der Handgärungssäge super schneiden, insbesondere dann, wenn man natürlich so einen schönen Anschlag wie ich hat, dann kann man das immer exakt jetzt auf den Zentimeter hier ablängen. Und die Schnittqualität ist wirklich sehr schön hier, also ich möchte sagen, eigentlich die schönste von den 3 gezeigten Varianten. War doch ganz schön aufwendig, die Sägerei, aber ich glaube, jetzt habe ich genügend zusammen. Vor allem auch schöne Variationen in den Durchmessern. Ganz große, ein bisschen kleinere, so mittlere und ganz kleine. Sollte auf jeden Fall reichen für ein Bild, denke ich. Ich habe jetzt hier ein Stückchen schwarzes MDF an der Tischkreissäge zurechtgesägt, in meinem Fall mit den Maßen 25 x 20 cm. Hier ist natürlich jedes beliebige andere Maß genauso gut möglich. Wer keine Tischkreissäge zu Hause hat, bitte einfach gleich im Baumarkt zurechtschneiden lassen, dann kriegt man saubere Kanten. Als nächstes gehen wir her und legen uns das Bild schon mal so zusammen, wie es ungefähr hinterher ausschauen soll, wenn es dann zusammengeleimt ist oder die Scheiben aufgeleimt sind. Da gibt es natürlich keine Regel, da gibt es kein Gut und kein Schlecht, das kann jeder machen, wie er möchte. Vielleicht auch ein Stück weit, was er mit dem Bild illustrieren möchte. Ich mache jetzt hier einfach so einen Mix aus großen und kleinen und schaue eben, dass möglichst nicht zu viele Lücken hier drinnen entstehen. Aber wie gesagt, da kann jeder seiner Fantasie und seinen Wünschen freien Lauf lassen. Ja, die Scheibchen hier kann man natürlich auch überstehen lassen, wie man es hier sieht, also über den Rand hinausragen lassen. Das schaut dann sogar recht nett aus, wenn man das hinterher begradigt, also abschneidet den Überstand. Insofern, ja, kann man gut machen.
Ja, natürlich kann man sich auch mit dem Stemmeisen einfach so eine Scheibe leicht auseinanderknipsen, wenn man irgendwo eine halbe braucht an den Außenseiten. So, ich habe das Bild jetzt hier fertig gelegt schon mal. Ich denke, so gefällt es mir ganz gut. Und im nächsten Schritt überlege ich mir eben, welche dieser Holzscheiben die besondere werden soll. Ja, welche nehme ich? Ich glaube, ich werde diese Scheibe hier nehmen. Aus irgendeinem Grund spricht sie mich an. Die hat auf jeden Fall eine schöne Oberfläche schon mal und die werden wir jetzt noch ein bisschen schleifen, bevor wir dann in dem nächsten Schritt hergehen und diese eine Scheibe vergolden. Ja, ich habe es runtergeschliffen bis auf 320er, also mit verschiedenen Körnungen grob anfangen und dann immer weiter runter. Ich glaube, 320 sollte auf jeden Fall ausreichen. Ja, ich denke, das reicht aus. Ist super glatt. Ja, als nächstes streichen wir das mit dieser Anlegemilch hier ein. Die soll dann 15 Minuten lang anziehen oder trocknen, bevor wir dann das Gold auflegen können. Oder ich weiß nicht, wie man da in der Fachsprache sagt. Die Vergolder werden jetzt wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, was der Fremmer da erzählt. Aber ja, ich sage jetzt einfach mal anlegen. Ich hoffe, das stimmt. Bitte korrigieren in den Kommentaren, falls ich einen Käse erzähle. So, eingestrichen ist es. Dann lassen wir es mal 15 Minuten lang trocknen. Derweil können wir anfangen und die anderen Holzscheibchen auf unser Baumbild zu leimen. Ja, ich habe jetzt hier auf einem alten Joghurtbecher ein bisschen Leim portioniert und damit streichen wir eben unsere Scheibchen dick an und dann setzen wir die hier einfach wieder auf an die Sollposition in Anführungszeichen und that's it, also keine große Hexerei, ganz einfach. Hoppala, schon fällt er mal runter. So, liebe Zuschauer, die 15 Minuten Trockenzeit für unsere Anlagemilch sind vorbei, wo es pappt. Und jetzt habe ich hier als Werkzeug so einen kleinen Spatel. Ich habe jetzt nichts Besseres gefunden, ehrlich gesagt, und einen Pinsel, damit wir dann das Gold entsprechend anstreichen können. Und da haben wir unser feines Blattgold und das ist ja wirklich, wow, ein Hauch von einem, ich weiß gar nicht, wie man da die Lage runterbringt. Ah ja, so. Und jetzt weiß ich nicht, wie kann man das schneiden? Ich lege es jetzt einfach mal so ganz flächig drüber. Vielleicht ist das die Idee. So. Und dann streichen wir es mit dem Pinsel hier fest. Liebe Profi-Vergolder, bitte schlagt die Hände nicht über den Kopf zusammen. Ich mache es zum ersten Mal und hatte auch noch keinen Vergolderkurs. Insofern, ja. Nachsicht, bitteschön. Ja, was machen wir jetzt? Wie bringen wir das weg? Ich würde sagen, ich reiße es einfach ab. Ist das eine gute Idee? Nee, ich schneide es ab. So. Aber ich muss sagen, das schaut schon mal ganz ordentlich aus. Glänzt schön, man sieht auch so ein bisschen die Jahresringe, die Holzstruktur. Was mache ich? Mache ich noch eine zweite Lage drüber? Also stellenweise kommt es mir so vor, als würde hier das Holz durchkommen. Ich glaube, ich mache noch eine zweite Lage drüber. Aber vorher schleife ich noch den Rand hier ein bisschen ab mit 100, was ist das, 320er Schleifpapier. Also es ist ja wirklich sowas von dünnes Zeug. Da braucht es nur ein paar Striche und das ist ab. So, zweite Runde kommt unsere zweite Schicht Fake Gold drauf und ich habe mir jetzt hier gleich so ein kleines Stückchen hier zurechtgeschnitten und das kommt jetzt eben vorsichtigst. Also da muss man wirklich schauen, dass man nicht mal einen Wind hat. Das ist echt der Hammer. Und dann mit dem Pinsel schön anstreichen. Schaut schön aus, finde ich. Ich meine, man sieht immer noch die Holzstruktur durch, aber das passt. Ich finde, es ist passend zum Bild.
kann ruhig noch ein bisschen Struktur haben. Jo, den Rand noch wegmachen und dann müssen wir noch irgendwas drüber pinseln, irgendeinen Schutzlack, damit das auch geschützt ist. Ja, dann überziehen wir unsere goldene Situation oder goldene Person oder goldenes Ereignis oder was auch immer diese goldene Scheibe symbolisieren soll mit noch ein bisschen Schutzlack. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt unbedingt nötig ist, aber ich mache es jetzt einfach mal, damit hier unsere Goldvergoldung schön drauf bleibt. Ja, liebe Zuschauer, jetzt sind dann alle Holzscheibchen aufgeklebt oder aufgeleimt vielmehr und dann lassen wir das mal trocknen hier. Liebe Zuschauer, unsere Holzscheibchen sind gut fest am Holzbild und jetzt kann man das hier oben begradigen, also die überstehenden abschneiden. Das geht natürlich sehr einfach mit einer Kreissäge, aber wer keine Kreissäge hat oder auch Handkreissäge hat, der kann sich ganz einfach behelfen, indem er eben zwei Leisten hier anklemmt. Ich habe zwei Fichtenleisten einfach genommen, die hintere als erstes mal bündig angelegt und dann eben die zweite entsprechend winklig angelegt, sodass hier eben die gleiche Höhe oder der gleiche Abstand besteht. Da sind solche Einhandzwingen ganz praktisch. Da kann man das ganz gut, wenn man hier den Winkel anlegt, währenddessen die andere Zwinge festziehen. Und dann kann man das einfach wieder mit der Säge, ich nehme jetzt hier wieder eine Japansäge, vorsichtig eben den Überstand abschneiden. Ja, das geht sehr gut. Das ist dann auch schön eben hier mit unserem schwarzen MDF. Und das kann man natürlich noch ein bisschen schleifen dann hinterher, damit das wirklich hundertprozentig bündig ist. Oder man lässt es eben ein bisschen unexakter, sage ich mal. Das ganze Bild ist ja jetzt nicht so super präzise, muss es aber auch nicht sein, finde ich. Noch eleganter geht es natürlich an der Tischkreissäge. Ich habe jetzt hier erst so eine dünne Leiste hier an meinen Parallelanschlag angelegt, weil wir haben ja hier keine wirklich ebene Fläche. Dann kippelt es nicht rum hier, also die ebene Leiste. Und dann stellen wir uns halt genau die Breite ein, die wir haben wollen und sägen einmal vorsichtig entlang. Ja, das gefällt mir gut. Schauen gut aus, die Kanten. Also wie gesagt, man kann es natürlich auch überstehen lassen, wenn es jetzt einer weniger akkurat schöner findet. Aber mir gefällt es eigentlich so ganz gut. Ich finde, das hat irgendwie eine besondere Ästhetik, wenn diese Unordnung nach außen hin wieder ordentlich wird. Spricht für mich, oder? Ich habe jetzt hier rückseitig eine 8er Bohrung noch eingebracht, damit man das Bild natürlich auch aufhängen kann. Und dann werde ich jetzt die Kanten hier noch ein bisschen brechen mit Schleifpapier ringsherum. Und dann war es das aber auch schon mit der Schleiferei, da mache ich gar nicht mehr rum. Und dann kommen wir im nächsten Schritt auch schon zum Ölen. Ich öle diese Scheibchen jetzt bewusst mit einem kleinen Pinsel, einfach weil man da besser portionieren kann bzw. positionieren kann als jetzt mit einem Schwamm oder einem Tuch. Und zudem besteht nicht die Gefahr, dass man so eine Scheibe dann wieder runterreißen. So super fest sind die bestimmt nicht alle drauf, weil wir haben sie jetzt ja nicht gespannt, sondern nur draufgelegt. Insofern, ja, hier einfach vorsichtig sein, sonst muss man da wieder nachträglich leimen. Und ich bin mir jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher, ob das alles dasselbe Holz ist, weil es kommt jetzt hier doch unterschiedlich raus von der Tönung her, aber ich finde es recht interessant. Also das Öl feuert es auf jeden Fall nochmal schön an hier. Ich habe jetzt das MDF seitlich hier auch ein bisschen eingeölt, denn dadurch wird es nochmal schwärzer und gleichmäßiger an der Seite und es schaut gut aus. Und außerdem müssen wir ja hier unsere Holzscheibchen seitlich auch einölen, damit das alles passt. Ja, liebe Zuschauer, jetzt ist es fertig, unser Baumbild. Ich zeige es euch mal im Detail. So schaut es aus der Nähe aus und ich muss sagen, ich bin wirklich zufrieden damit. Das Holz kommt jetzt nochmal ganz schön hier mit dem Öl. Richtig schön angefeuert, auch hier an den Kanten schaut es gut aus. Und natürlich unsere Besonderheit, die strahlt wunderbar
Natürlich habe ich jetzt die Videoleuchte hier an, die knallt da direkt drauf, aber auch so ohne Videoleuchte kommt es wunderbar zum Vorschein hier. Ja, ich bin zufrieden. Ja, liebe Zuschauer, dann hoffe ich, dass euch das Bild genauso gut gefällt wie mir und dass euch das Video nicht zu langweilig war. Es war jetzt ja nicht so super anspruchsvoll, aber wie gesagt, das ist auch ein gutes Projekt für Anfänger. Also selbst wenn jemand noch gar nichts mit Holzwerken am Hut hat, einfach mal anfangen damit. Da kann nicht viel schief gehen, man braucht nicht viel dazu. Ein wunderbar geeignetes Projekt eben zum Einstieg. Dann bleibt mir nicht mehr, als mich für eure Zeit zu bedanken. Ich wünsche euch allzeit viel Freude beim Werken. Bleibt gesund, macht's gut, bis zum nächsten Video. Alles Gute, Servus, euer Markus.